Ah, da drüben geht's direkt weiter. Bei diesen Felsvorsprüngen ist etwas. Der Wasserfall. Aha. Huch. Na toll. Hübsch. Nee, Renja, eigentlich gar nicht. Aber okay. Wollen wir nicht so sein. Hier gibt's auch wirklich gar nichts. Schade. Das sieht da hinten nicht besonders vertrauenserweckend aus. Okay. Ich spüre etwas in unserer Nähe. Ein mächtiges Wesen. Ein sehr mächtiges Wesen. Ach, Talana. Jetzt spoiler doch nicht alles. Au! Ja, das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Blöder Mist. Ja, wozu gibt's hier das? Bei diesen Felsvorsprüngen. Ja, ich hab's verstanden. Der Wasserfall. Schön macht ihr das. Ah. Renja springt wieder viel zu spät. Ich spüre etwas in unserer Nähe. Ein mächtiges Wesen. Sagst du das jetzt in Dauerschleife? Aber unser Tierchen ist es nicht zufällig. Au! Sag mal. Ich fühle mich gar nicht gut. Yeah, I see. Genau, erstmal diesen blöden Heiler. Oh. Meine Güte. Bei diesen Fels. Ja, ja, danke. Der Wasserfall. Ah. Hier ist auch direkt was, ja. Okay, das merken wir uns mal. Nachdem uns Talana jetzt so lange damit genervt hat. Was war das denn für ein cooler Tritt? Oh. Unser Tierchen kann es angreifen, aber wir nicht. Ja, ich habe so ein bisschen Angst, dass hier die Hölle losbricht, wenn ich mich in einen Drachen verwandle. Deswegen lassen wir das erst einmal noch. Oh, da sind Menschen. So. Und wir haben schon wieder fast ein Fünftel von der neuen Stufe. Das ist doch cool. Ja, da sind Menschen. Zwei Fischersfrauen. Warum sollte ich ihn nicht behalten? Er passt gut zu meinen Augen. Der Leichnam? Deine Augen sind auch ohne den Ring schön. Das gehört sich einfach nicht. Was ist denn das Problem, meine Damen? Eine Leiche wurde an den Strand gespült und ich habe ihr diesen Ring abgenommen. Klar, es tut mir leid, dass der arme Mann tot ist, aber er kann ja nichts mehr mit dem Ring anfangen, oder? Karin, wie kannst du nur so taktlos sein? Wir müssen herausfinden, wer dieser Mann ist und den Ring seiner Familie geben. Ich glaube, ihr liegt beide falsch. Ich sollte mir den Ring nehmen, jetzt. Ich stimme Karin zu. Tod ist tot. Aber ein hübscher Ring, der hält ewig. Ihr habt recht, findet die Familie, erzählt den Menschen, was passiert ist und gebt ihnen den Ring zurück. Ja, wenn das möglich ist. Ich möchte einfach mal wissen, was das für ein Ring ist. Wir haben ja gerade gespeichert. Was? Aber widersprich nicht, Karin. Gib den Ring und lauf. Okay. Das war ganz schön gemein.
Hier, Ring des Toten. 36 zu Lebenspunkte, 1 zu bezaubern. Aktive Fertigkeit. Wie sie das dann auch noch so sagt. Das war ganz schön gemein. So mit einem Hauch von doch Überraschung. Ja, aber so sind wir natürlich nicht Warum drauf. Warum soll ich ihn nicht behalten? Er passt gut zu meinen... Deine Augen sind auf Eine Leiche wurde... Eine... Hast du mir leid. Karin, wie kannst du nur so taktlos sein? Wir müssen herausfinden, wer dieser Mann ist und den Ring seiner Familie geben. Ich mach mal das Dritte. Ihr habt recht, findet die Familie, erzählt den Menschen, was passiert ist und gebt ihnen den Ring zurück. Ganz genau, Drachentöter. Komm, Karin, wir müssen einige Nachforschungen anstellen. Also gut, ich glaube, das ist das Richtige. Dennoch schade, wie schön er glänzt. Naja, ich meine, vielleicht kriegst du den ja als Belohnung. Das hat dir aber fein gemacht. So brav. Okay. Die Überraschung in der Stimme hat mir eigentlich besser gefallen von vorhin. Naja. Okay, leere Fässer, eine leere Kiste. Warum überrascht mich das nicht? Was ist das denn? Eine Blumenvase. Und sonst nichts. Na gut. Und die ist jetzt leer. Hm. Ja, also was ich sagen wollte, vielleicht kriegt sie das ja als Belohnung dann den Ring, dass es Gewissheit dann gibt über das Schicksal des Menschen. Das kann ja sein. Das weiß man ja nie. Schön. Oh. Nein. Nein! Begrenzte Belegung. Okay. Hübsch. Na, da haben wir schon Besseres. Ja, jetzt können wir nicht mehr anders. Außer uns in die Lüfte zu erheben. Oder weiter zu schwimmen, das können wir natürlich auch erstmal noch probieren. Ich speichere mal unter einem anderen Punkt. Auf jeden Fall in Richtung dieser Insel schwimmen. Aber ob wir da irgendwo an Land gehen können, ist fraglich. Aber diese Insel hat uns den Blick versperrt auf einen altbekannten Anblick. Ach, komme ich hier nicht mehr weiter? Kommen wir nicht mehr weiter. Ja. Ich komme auch leider nicht aus dem Wasser, doch raus, um dass man sich das hier mal anguckt. Wow, okay. So krass sieht es aus der Nähe nicht aus. Wobei es sein kann, dass genau die Sonne quasi da gerade hinter dieser Fontäne oder dieser magischen steht. Das ist schwer abschätzbar. Ja, jetzt wird es hier immer deutlicher. Sind es Ballisten, die im Meer stehen? Ach.
Ja, das wird etwas anstrengend. Und wir kommen hier natürlich nicht hoch. Na toll. Was war das denn? Tja, dann müssen wir jetzt in den sauren Apfel beißen und uns verwandeln und mal gucken, was passiert. So. Du gehst mir auf die Nerven. Gab es doch bestimmt noch mehr. Ja, und hier gibt es so ganz viele kleine Plattformen, wo man rein theoretisch mal gucken kann, ob da irgendwas ist. Natürlich ist hier nichts. Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Doch, kannst du. Du musst es nur wollen. Na, komm her. So, und hier? Na, das hat ja wohl so gar nicht funktioniert. So, ich wollte eigentlich hier hin. Aber hier gibt es etwas. Ah, ja, genau. Steuerfeld. Der Teleporter ist nicht aktiv. Ihr tretet zurück. Ja, ein Teleporter. Und ein Mensch. Der hier einfach nur sitzt. Ich sehe euch nicht, doch weiß ich, dass ihr da seid. Wer leistet Simeon, dem Philosophen, Gesellschaft? Jemand, der sich wundert, warum sich irgendjemand die Mühe auferlegen würde, hier zu leben. Es ist ein Drachenritter. Wer ich bin, spielt keine Rolle. Ich mach mal trotzdem das Erste, auch wenn mein Bauchgefühl mir sagt, dass das Zweite das Richtige ist. Ich versichere euch, dass es überhaupt keine Mühe ist, Drachenritter. Ja, ich weiß, was ihr seid. Oh. Ein Mensch, der Einblick gewonnen hat in die großen alten Geister. Niemals zuvor habe ich solch großen intellektuellen Neid verspürt. Was genau macht ihr hier? Ich sitze und denke nach. Nicht mehr und nicht weniger. Ich bin hier, um über das Leben und den Tod zu sinnieren. Und das schon seit mehr als 8 Jahrhunderten. Oh, okay. Philosophie war schon immer meine größte Leidenschaft. Und nachdem ich den Schlüssel zum 1000-jährigen Leben entdeckt hatte, kam ich hierher, um mein Dasein dem Denken zu widmen. Oha. Ach ja,
Nach ungefähr 4 Jahrhunderten habe ich mein Augenlicht verloren. Mein Körper altert offensichtlich immer noch schneller, als ich dachte. Könnt ihr mir verraten, warum ein Mann, den es nach der abstrakten Wahrheit dürstet, seine Augen benötigt? Könnten sie ihn nicht ablenken? Ja, es ist eigentlich eine gute Frage. Ich mach das mal. Ihr habt auch eine philosophische Ader, was? Ich arbeite an abstrakten Konzepten durchaus. Aber ich bin ebenso davon überzeugt, dass gute Philosophie auch praktischen Nutzen haben muss. Durch meine Blindheit habe ich mich in gewisser Weise aus der materiellen Welt entfernt. Und ich fürchte, ich habe buchstäblich den Blick aufs Wesentliche verloren. Okay. Manchmal kann sich das negativ auf meine Gedanken auswirken und meine Suche nach den ultimativen Antworten behindern. Kann ich irgendetwas tun, um euer Augenlicht wiederherzustellen? Ein großzügiges Angebot. Wieder sehen zu können, wäre in der Tat ein wertvolles Geschenk. Aber auch das einzige bekannte Heilmittel ist nicht minder wertvoll. Wenn ihr mir 2 Malachit-Edelsteine bringen könntet, wüsste ich eine Zauberformel, die Steine in gesunde Augen verwandeln würde. Vielleicht haben wir die sogar schon. Diese Edelsteine sind äußerst selten und sehr, sehr wertvoll. Wenn ihr sie mir trotzdem aus freien Stücken geben würdet, wäre eure Belohnung immens. Das hatte ich jetzt eigentlich noch nicht vor, das zu machen. Mist. Nur 300. Ich hätte gedacht, wir kriegen jetzt hier total die Weisheit von ihm. Na gut. Und wenn ich wieder sehen kann, muss ich nicht mehr länger angstvoll in mein Inneres blicken, sondern kann mich wieder am Sternenhimmel über mir erfreuen. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt das schmälert, wenn wir sagen, wir haben was er braucht, aber wir geben sie ihm noch nicht. Ich mache das trotzdem mal. Ich probiere das mal aus, was dann passiert. Ich habe, was er braucht, aber ich weiß noch nicht, ob ich mich davon trennen will. Die Entscheidung liegt bei euch, Drachenritter. Ich werde hier sein. Mehr bleibt mir nicht zu tun. Ich muss euch ihn verlassen. Hoffentlich findet ihr, was ihr sucht. Okay. Die Welt mit neuen Augen sehen. Quest angenommen. Wie viele Malachit-Edelsteine haben wir denn? Hier, ja. Ah, wir haben auch nur genau 2. Ihr könntet den ganzen Tag hier stehen bleiben und würdet dennoch nirgendwo hingelangen. Ja, offensichtlich müssen wir sie noch irgendwie aktivieren. Na gut. Ja gut, aber dann kriege ich bestimmt wieder so ein Achievement, wenn ich das jetzt einfach ausprobiere, was man dafür kriegt. Ich tendiere dazu, einfach nochmal zu laden. Ich weiß. Ist ja jetzt noch nicht viel passiert. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Außer, dass wir hier Viecher getötet haben. Und ich würde erstmal da auch noch rübergehen. Uiuiui. Hasen mal wieder. Lang ist's her. Ich dachte, ich werde jetzt hier gleich schon angegriffen. Trommeln.
Es sieht alles nach Goblins aus. Huch. Was zum... Habt ihr das gesehen? Da ist gerade irgendwas runtergeflogen. Da unten liegt es. Mistet hier irgendjemand aus? Vielleicht erwartet uns da oben ein relativ starker Gegner. Das ist allerdings kein Punkt. Nee, da ist gar nichts. Zeppelin-Stabilisationskristall. Aha. Formel für normales Gemetzel. Formel für normale Mana-Erhöhung. Ich weiß noch nicht, was das ist. Also ich würde damit vielleicht dann doch nochmal abwarten. Dann sind wir hier doch noch nicht richtig. Oh. Beinahe hätte ich wieder Enten getötet. Wie hoch können wir eine fliegen? Okay. Gibt es hier irgendwas Spannendes? Wahrscheinlich nicht. Ah, ja, hier ist auch irgendwie so eine unsichtbare Grenze. Na toll. Naja, jetzt kommen wir hier schon rum. Ich finde dieses Gefühl so herrlich. So, war das? Nee, das ist noch nicht mal hier der Stein. Ist jemand anderes? Laura. Hier liegt ein Buch. Zerrissenes Notizbuch eines Archäologen. Oho. Ah, und hier gibt es einen ganz schön weiten Weg. Okay, wir reden erstmal mit Laura. Verzeiht mir, Reisender, aber seid ihr vielleicht einer der vier? Der vier Musketiere? Was? Nein, nein. Habt ihr vor kurzem eine Nachricht und einen Teil eines Siegels in eurem Haus gefunden? Was gefunden? Einen Igel in meinem Haus? Gut, nein, nichts dergleichen gefunden. Eines Morgens fand ich eine Nachricht und einen Teil eines Siegels unter meiner Haustür durchgeschoben. Die Nachricht besagt, dass sich in einer Gruft irgendwo hier in den Orobas-Fjorden ein großer Schatz befindet und erwähnt drei weitere Forscher mit Teilen des Siegels. Aha. Tell me more. Wir müssen bei der Gruft zusammenkommen und gemeinsam den Schatz bergen. Da ihr jetzt Bescheid wisst, könntet ihr vielleicht versuchen, die anderen zu finden. Das ist eine gefährliche Gegend hier. Wisst ihr, nach wessen Gruft ihr sucht? Ich habe keine Ahnung. Viele Helden haben hier gekämpft und ihr Leben gelassen. Wenn man die Orobas-Fjorde erkundet, stellt man schnell fest, dass eine alte Gruft keine wirklich spannende Entdeckung darstellt. Okay. Habt ihr eine Idee, von wem die Nachrichten stammen könnten? Ich kenne die Handschrift nicht und wüsste auch nicht, wer uns solch ein Rätsel aufgeben würde. Ich hoffe nur, dass der Schatz auch wirklich existiert. Ich suche weiter nach der Gruft. Bis später. Oh, 2400. Oh. Okay.
Wieso rennt sie denn jetzt weg? Wie kann ich denn dann... Ja, ist egal. Irgendwie kann ich nicht genug Ressourcen finden, um das hier durchzuziehen. Ich brauche mehr Hilfe. Dies ist eine der faszinierenden Ausgrabungsstätten, mit denen ich es je zu tun hatte. Ich werde wohl diesen Schwindler Bellegar um Hilfe bitten müssen. Oh, bitte nicht. Wir haben auch ein Buch noch, was wir bei den Orobas-Fjorden gefunden haben. Irgendwas über die Mine, über eine Mine. Das muss ich mir nochmal angucken. Das habe ich jetzt natürlich in meiner Kiste verstaut. Ah, okay. Hier geht's weiter. Ist das hier das, was dann zu unten zu dem Wasserfall wird? Oha, das scheint die alte Gruft zu sein. Unheimliche Grube. Okay. Haben wir da irgendwas verzeichnet bei uns auf der Karte? Nein. Dann machen wir das einfach mal. Es sieht sehr schön und sehr spannend aus, aber dann heben wir uns das mal noch auf. Wir haben es ja jedenfalls jetzt auf unserer Karte verzeichnet als Eingang. Nein, natürlich nicht. Ach so, habe ich jetzt? Ja, okay. Nee. Ich habe nicht das andere Layout aktiviert. Okay. Bei der Gelegenheit, na gut, das wurde schon automatisch hier aktiviert. Na komm. Genau, das ist jetzt hier der Wasserfall. Ach, schön. Aber wir können hier nicht hindurchfliegen. Da ist offensichtlich nichts. Schade. Können wir hier über die Berge drüber? Nein. Sind auch zu hoch für uns. Ach, hier unten ist Simeon. Ihr könntet den ganzen Tag hier stehen bleiben. Der Teleporter ist nicht aktiv. Ihr tretet zurück. Okay, ich führe mal jetzt noch das Gespräch anders. Nicht, doch weiß ich, dass ihr da seid. Wer leistet Simeon dem Philosophen Gesellschaft? Es ist ein Drachenritter. Das dachte ich mir schon. Aber hab Dank für eure Ehrlichkeit. Ein Mensch, der Einblick gewonnen hat in die großen Geister. Okay, dann können wir ihn jetzt mal noch. Niemals zuvor habe ich solch großen intellektuellen Neid verspürt.
warum er neidisch ist. Warum seid ihr neidisch? Weil ich Allwissenheit erlangen möchte. Und ein Geist, der Drachenmagie ausgesetzt war, hat einen großen Vorteil in dieser Hinsicht. Ich bin hier, um über das Leben und den Tod zu sinnieren. Und das schon seit mehr als 8 Jahren. Philosophie war das kennen wir ja schon jetzt immer schon. Meine größte Leidenschaft. Ach ja, nach ungefähr 4 Jahrhunderten habe ich mein Augenlicht verloren. Mein Körper altert offensichtlich immer noch schneller, als ich dachte. Ich muss euch nun verlassen. Lebt wohl. Hoffentlich findet ihr, was ihr sucht. Ja, wir machen das mal. Wir heben uns das mal noch ein bisschen auf. Weil ich halt, wie gesagt, jetzt nicht gleich die Erfahrung dafür haben möchte. Aber wahrscheinlich ist es schon. Also hier als, kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Allzu lange will ich es aber auch nicht aufsparen. Das ist halt vielleicht auch albern.